Willkommen bei unserem nächsten Video zu der Theorie der Fehler. Es geht diesmal jetzt um die Darstellung der Fehler. Wir haben also bereits den Fehlbegriff erläutert. Wir haben also gesehen, was Fehlstärke ist. Jetzt geht es darum, wie kann man das ganze Ding grafisch darstellen. Na, und da beginnen wir wieder mit einer bekannten Darstellung. Also, was haben wir bereits gesehen? Wir haben also gesehen, dass wir, wenn wir hier eine Masse M1 haben, und hier eine Masse M2, wobei wir davon ausgehen, dass das M1 viel größer ist als das M2 in diesem Fall, und hier den Abstand dazwischen, zwischen den Schwerpunkten, zwischen den Massemittelpunkten, einen Abstand R, dann wissen wir aus dem Gravitationsgesetz, dass wir, wenn wir hier die nur den Betrag der Kräfte ansetzen, die zwischen diesen beiden Massen wirken. Also zeigen wir vielleicht noch die Kräfte ein, die zwischen diesen Massen wirken. Das heißt, wir haben also hier eine Kraft F, die die Masse M2 zur Masse M1 zieht, und wir haben aber auch hier die gleiche Kraft F, die die Masse M1 zur Masse M2 hinzieht. Also das ist die Situation im Schwerkraftfeld. Und wir kennen also das Gravitationsgesetz, das uns dann Auskunft gibt und sagt, dass die Kraft F, die wir erhalten, ist also abhängig von einer Gravitationskonstante mal dem Produkt der beiden Massen, dividiert durch den Abstand zum Quadrat. So, das ist das Verhalten der Kräfte zwischen beiden Massen. So, die Frage ist natürlich jetzt, wie können wir ein Bild über die Feldstärke bilden, die in der Umgebung von seiner Masse M1 ist. Wiederholen wir vielleicht noch kurz, was war die Feldstärke? Na, die Feldstärke F, die wir hatten, ist also nichts anderes wie in einem Punkt A, als die Kraft in dem Punkt A durch diese Testmasse, die wir in den Punkt A gebracht haben. Also ist die Feldstärke im Punkt A durch die Masse M1, also schreiben wir vielleicht noch M1 dazu, damit wir wissen, im Abstand RA. Das ist wichtig. Also, Kraft im Punkt A, der Punkt A ist definiert durch den Abstand RA, und die Masse M1 ist also die Masse, die dieses Feld hier erzeugt. So, na, was können wir, wie könnten wir jetzt dieses Feld entsprechend darstellen? Gehen wir ein bisschen tiefer. So, okay. Das erste, was wir brauchen, ist ein Koordinatensystem. Also könnten wir doch bitte Folgendes sagen. Wenn wir also jetzt hier eine Masse M1 wieder hernehmen und wir haben hier senkrecht drauf, und das errichten wir jetzt hier, vielleicht in einer anderen Farbe, also senkrecht aus dem Schwerpunkt hier nach oben haben wir unser Koordinatensystem. Soll das unser Y zum Beispiel sein? Und wir wissen, unser X wäre in diese Richtung. Dann können wir auch mal ein X einzeichnen. Dann zeichnen wir ein Koordinatensystem ein. So. Also das wäre jetzt das definierte Koordinatensystem, auf das wir alle Kräfte beziehen. Und wir haben jetzt hier oben noch unsere Masse M2, so. Und jetzt wissen wir schon, okay, es kommt zu einer Kraft F, bleiben wir vielleicht bei grün, diese Kraft F wird also entgegen dem Y wirken, das heißt also, wir könnten hier ein Minusvorzeichen anschreiben, und naja, jetzt könnte man doch sagen, wenn wir jetzt hier den Punkt A haben, dann wird sich hier die Kraft FA ausbilden. Soweit unterscheidet sich das Bild hier oben nicht, außer dass wir ein Koordinatensystem eingeführt haben. Nun, jetzt könnte man doch eigentlich einen neuen Punkt suchen, ja, so wie wir bereits im ersten Video gesagt haben, okay, wir suchen also hier jetzt einen Punkt B und ermitteln jetzt dann hier die Kraft FB. Wir wissen also, wenn dieser Punkt näher bei der Masse liegt, wird die Kraft größer sein, aufgrund des Abstands R, der sich ja reduziert. Und wenn wir jetzt ein Bild zeichnen, indem wir die Masse hier oben weglassen, sondern wir zeichnen jetzt nur einmal die Masse M1
schauen. Und hier oben einen Punkt A. Und hier einen Punkt B. Und tragen jetzt hier den Vektor ein, zuerst einmal den Kraftvektor. Dann könnten wir sagen, okay, ein Kraftvektor FA, wissen wir, wird also zum Massenmittelpunkt gehen, das wäre jetzt unser FA. Und einen bestimmten Betrag haben. Das FB, ebenfalls zum Massenmittelpunkt zeigen, wird eine größere Kraft sein, das heißt, wir zeigen einen Vektor länger. Mit dem Vektor haben wir die Möglichkeit, einerseits die Richtung festzulegen, andererseits den Betrag, die Stärke festzulegen. Die Richtung ist klar, durch den Pfeil gezeichnet, die Stärke durch die Länge des Pfeiles. Das heißt, wir haben also hier jetzt ein Bild für diese gesamte Umgebung und könnten jetzt ein Vektorbild errichten. Also schreiben wir mal auf Vektorbild. So. Die erste Möglichkeit. Wir haben jetzt über Kräfte gesprochen, wir wollen aber lieber über Feldstärken sprechen. Das heißt, was wir jetzt tun, ist, wir dividieren die Kräfte durch diese Probemasse M2 und erhalten jetzt, wenn wir weiter in das ganze Feld hineinschauen, könnte man sagen, okay, wir haben also hier jetzt einen Punkt C und wir erhalten jetzt hier die Kraft dividiert durch die Masse, eine Feldstärke FC, also Gravitationsfeldstärke. Das gleiche könnte man auf der anderen Seite tun, oder hier oben zum Beispiel. Dann haben wir hier einen Punkt D und wir haben hier so wieder unser FD und jetzt haben wir ein Feldstärkebild erreicht. Und wenn wir dieses Feldstärkebild jetzt ansehen und uns einmal vor Augen führen, na, wie wird das eigentlich aussehen, dann könnten wir eigentlich ganz einfach sagen, na okay, das sind lauter Vektoren, die auf den Massenmittelpunkt zuzielen. Und die entsprechend, je näher sie dem Massenmittelpunkt kommen, größer werden, nach außen hin eben abnehmen. Das heißt, wir haben also eine Struktur, die also aussieht, alle zielen auf einen Punkt zu, kommen aus verschiedenen Richtungen. Im Unendlichen werden die Vektoren sehr klein sein, aber sie werden ebenfalls noch hierher ziehen. Und das wäre unser Vektorbild. So. Eine zweite Möglichkeit, die wir noch haben, wir könnten doch eigentlich jetzt Folgendes tun. Wir könnten doch sagen, naja, lassen wir diese Masse, die wir hier oben haben, los und beobachten wir die Flugbahn dieser Masse. Na, was wird sich dann ausbilden? Also wieder eine Masse M1. Und jetzt schauen wir uns die Flugbahn an. Na, die Flugbahnen werden nicht anders aussehen als die Masse M2 wird direkt auf das Zentrum vom M1 zufliegen. Das heißt also, wir könnten also hier einmal hier zeichnen eine Flugbahn. Und die Richtung, in die diese Masse fliegt, die können wir jetzt markieren. Okay. Das heißt, wir haben also hier eine Flugbahn und auf dieser Flugbahn entlang wird es hier hineinziehen. Und das gleiche können wir jetzt natürlich tun für jede beliebige Richtung. Egal woher das Ding kommt, es wird immer zum Massenmittelpunkt zielen. Und wichtig ist, dass wir noch die Flugrichtung einzeichnen, das wird ja nicht abgestoßen, das wird ja dazukommen. Und das könnten wir jetzt so fortsetzen, ich zeichne jetzt noch einen weiteren ein. Hierher. Für jeden beliebigen Punkt könnten wir so eine Flugbahn hernehmen, die sich daraus ergeben wird. Und das ist das sogenannte Feldlinienbild, also das sind die sogenannten Feldlinien. So, jetzt ist natürlich die Frage, okay, hier oben im Vektorbild haben wir also eine super Information. Wir haben also sowohl die Richtung, in der die Feldstärke wirkt, wie auch die Größe der Feldstärke. Gehen wir hier. Die Richtung der Feldstärke, wie auch die Größe der Feldstärke, also die Pfeillänge. Was haben wir hier? Wir haben hier zwar Richtungen, aber wir haben hier nicht direkt die Feldstärke in dieser Zeichnung. Aber indirekt sehr wohl, weil wir können nämlich jetzt über den Abstand dieser sogenannten Feldlinien können wir sehr wohl eine Aussage treffen. Und zwar, je geringer der Abstand, umso größer die Feldstärke. Also eine indirekte Aussage ist gegeben. Und wenn wir jetzt solche Felder noch ansehen,
dann haben wir hier also ein Feld, das auf ein Zentrum hinzielt. Das heißt, die Feldstärke nimmt also entlang des gesamten Bereiches zu. Das heißt, wir haben ein sogenanntes inhomogenes Feld. Wir könnten aber auch gleichzeitig noch einmal ein Feld zeichnen, das sehr homogen ist. Wie würde ein homogenes Feld ausschauen? Ein homogenes Feld könnte so ausschauen in der einen Darstellung, der Feldliniendarstellung. Also wir haben also einmal die Richtung und dann haben wir den Abstand. So. Und bei einem homogenen Feld, also einem gleichmäßigen Feld, ist der Abstand und die Richtung überall gleich. Das heißt, der Abstand hier dazwischen wird sich nicht ändern, die Richtung ist die gleiche, das ist ein sogenanntes homogenes Feld. Das ist hier jetzt ein inhomogenes Feld. Naja, wie schaut das in Vektordarstellung hier oben aus? Na, ziemlich einfach. Wir können also hier die Vektordarstellung so ansehen, dass wir wissen, wir haben also hier in diesem Punkt, wie in den Nachbarn zeichnen, haben wir die Feldstärke FA, wenn das der Punkt A ist, haben wir einen Vektor drüber, und dann hier in diesem Punkt die gleiche Richtung, die gleiche Länge FB. Das ist dann die Vektordarstellung für ein homogenes Feld. Was brauchen wir, um beides zu deuten? Um beides zu deuten, brauchen wir Maßstäbe. Also wichtig, wir brauchen Angaben zur Zeichnung, wir brauchen Maßstäbe. Einerseits in der Vektordarstellung brauchen wir einen Maßstab für die Pfeillänge. Also wir brauchen Maßstäbe für die Pfeillänge. Natürlich auch für den Ort, aber das ist unwesentlich hier. Pfeillänge, und das zweite brauchen wir einen Maßstab, also einen Maßstab gegeben für den Abstand der Feldlinien. Abstand der Feldlinien. Sonst können wir die Felder nicht vollständig deuten. Also Abstand. Ich muss das weglöschen. Abstand. So. Und damit sind wir in der Lage, Felder grafisch darzustellen und zu deuten. Fassen wir nochmal alles zusammen. Also wir sprechen über Kraftfelder. Wir wissen bereits, zwischen zwei Massen, das gebräuchlichste Feld ist das Gravitationsfeld, werden anziehende Kräfte frei. Beide Massen werden sich aufeinander zubewegen wollen und die Stärke der Kraft, also der Betrag des Kraftvektors, ist gegeben durch das Gravitationsgesetz. Wenn wir jetzt die Feldstärke haben wollen, dann gehen wir vom Kraftbegriff über eine Division durch die Masse auf die Feldstärke über. Feldstärke ist abhängig an Punkt A von einer Beteiligten von der erzeugenden Masse M1 und vom Abstand RA zu diesem Punkt. So, gehen wir also weiter in dieses Feldbild, das wir hier gezeichnet haben. Wir fügen ein Koordinatensystem ein. Wir wollen ja die Umgebung beschreiben, das heißt Y aufwärts, X in diese Richtung. Und hier sehen wir dann, wenn wir M1 als Bezug hernehmen, das Zentrum von M1, dann wird M2 ja auf M1 zubeschleunigt, das heißt, das FA wird sich minus ausbilden. Okay, jetzt können wir dann Folgendes tun. Gut, lassen wir diese Probemasse M2 weg, zeichnen wir nur mal in den Raum die Masse M1, die unser Feld erzeugt. Die soll viel größer sein als M2, dann können wir dieses Feld von da oben vernachlässigen. Und jetzt zeichnen wir nur mal die Vektoren, die Kraftvektoren hin. Also hier ein Kraftvektor, wissen wir, zieht genau auf den Mittelpunkt hin, hat eine bestimmte Länge. Wenn wir näher dabei sind, wird es ebenfalls zum Mittelpunkt gehen, allerdings schon stärker, weil er das eher entsprechend abgenommen hat. Und wenn wir jetzt das Ganze noch auf die Feldstärken übergehen, dann haben wir einfach diese Kraftvektoren durch diese Probemasse M2 zu dividieren und bekommen dann ein sehr ähnliches Bild. Wir haben also einen Punkt C, aus dem der Kraftvektor, also die Feldstärke FC jetzt herzielt, und einen Punkt D, aus dem in dem die Feldstärke FD herrscht. So, wir haben eine zweite Möglichkeit, ein Feldbild darzustellen, indem wir die Flugbahnen anschauen. Naja, lassen wir diese Masse aus und schauen wir, wo wird die hinfliegen. Dann merken wir eines, okay, die fliegt also zum Zentrum der Masse M1. Genauso, wenn wir hier weiter gehen, wir würden die Masse hier auslassen, dann wird es genauso zum Zentrum fliegen. Wir können also die Flugbahnen einzeichnen dieser Massen und die Richtungen, in die sie fliegen. Damit haben wir eine Information, was sich abbildet. Die Frage ist jetzt noch, okay, wie können wir etwas über die Feldstärke sagen? Na,
Hier wissen wir eines, je näher diese Linien beieinander sind, umso höher wird die Feldstärke sein. Das bedeutet also, wir können über den Abstand der Feldlinien die Feldstärken definieren. Wir können auch noch zwei Begriffe einführen, ein homogenes und ein inhomogenes Feld. Bei einem homogenen Feld laufen die Feldlinien parallel, haben also den gleichen Abstand, die gleiche Richtung. Die Vektoren bei einem homogenen Feld werden sich also nicht unterscheiden, weder im Betrag, also in der Größe, noch in der Richtung, wenn wir zwischen zwei Punkten A und B uns bewegen. Das heißt, homogene Felder sind gleichmäßige Felder. Inhomogene Felder sind Felder, die sich eben entsprechend im Raum verändern, und zwar, wo sich die Feldstärke verändert. Wir brauchen für beides, brauchen wir Maßstäbe, einmal für die Pfeillänge, damit wir diesen Vektor identifizieren können, damit wir sagen können, die Feldstärke ist entsprechend groß, und das zweite brauchen wir einen Maßstab für den Abstand im Feldlinienbild, um eben auch hier wieder deuten zu können, wie sieht es also mit entsprechenden Feldstärke im jeweiligen Punkt aus. Danke für die Aufmerksamkeit, so viel zur grafischen Darstellung, bis zum nächsten Mal, alles Gute.